So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Odyssey. Mit Super oder ohne? Doch, mit Super, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist immer Super Mario. Warum eigentlich? Na, egal. Beim letzten Mal sind wir im Seeland angekommen und da muss ich mir erstmal wieder räuspern. Räuspern natürlich. Verdammt, das hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen. Wenn man in der Aufnahme merkt, dass man was im Hals hängen hat, ist zu spät. Und ich komme leider auch gerade nicht dran, um mich zu muten. Das ist ein bisschen unpraktisch. Kann ich übernehmen? Nein. Okay. Ich kann mir den gar nichts machen. Das ist auch doof. Aber ich finde die Idee hier cool. Und ich finde auch cool, dass Mario so schnell unterwegs ist. Was passiert, wenn ich schüttle? Nichts. Doch, wow. Doch, damit werde ich noch schneller, oder? Ja, Tatsache. Ah, ich bin da gut, dass ich nicht vom Rand fallen kann. Oh Gott. Schnell. Und nicht mehr so schnell. Nein. Das war viel zu knapp, Mario. Was denkst du dir bei sowas? Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt? Ah. Oh Gott. Jetzt gehst du da runter? Jetzt gehst du da runter. Ja. Okay. Kann ich da oben drauf? Da kann ich doch garantiert drauf. Oh nein! Scheiße. So war das nicht geplant. Naja, jetzt kriege ich die Münze noch. Die war wichtig. Aha. Das war wieder viel zu knapp. Okay, so, was ist jetzt hier oben? Na, danke. So langsam habe ich meine Stimme wieder so halbwegs im Griff. Ein Mond. Akrobatische Zugabe. Oh ja. Akrobatisch kann man das durchaus nennen. Da komme ich nicht mehr ran. Okay. Dann. Moment, was war das gerade? Ah, das geht also immer noch. Wie auch in Super Mario Galaxy. Wenn man schnell. Wenn man schnell umdreht, kann man so anders rumspringen halt, ne? Sehr schön. Moins! Also nicht die Stadt, sondern. Ne? Besitzmäßig. Sehr schön. So, ich wollte darüber. Ich weiß es noch genau. Da waren lila Dinger. Ich glaube, so ein lila Ding könnte durchaus schmerzhaft sein. Entschuldigung. Manchmal überkommt es mich einfach. Kennt ihr das auch, wenn ihr gern von lila Dingern sprecht? Wie komme ich jetzt darüber? Ach ja, da hinten war so eine. Hä? Das Ding wird aber gerade gar nicht angezeigt. War da nicht so ein Teil? Da, jetzt ist es. Spiel, wirklich, schämst du dich nicht. Wenn ich mit in der Luft den hier mache, dann. Okay, dann geht nicht mehr so viel. So. Aha. Aber nicht unter Wasser? Oh. Oh Gott. Schöne Geräusche. Nein! Fuck! Verdammt. Kann ich das nochmal machen? Wie komme ich jetzt da hoch? Lädt das jetzt neu? Gott sei Dank. Wobei ich eins so blödes Ding verpasst habe jetzt. Geht doch. Oh Gott. Ach so. Okay, da komme ich ran. Sehr gut. Jetzt will ich aber nach links durch.
Da geht's ja offensichtlich noch weiter. Aha. 41 von 50, das ist ziemlich gut. Allerdings, so langsam habe ich auch nicht mehr... Du hast dich ja ganz schön ans Platz eingewöhnt. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Da hinten war ich. Doch, da war ich schon. Die Truhen da hinten, die hatte ich auch schon. Okay, so langsam. Oh, ist da hinten noch? Da leuchtet's. Komisch. Oder sind das nur Reflexionen? Nein, da leuchtet's tatsächlich komisch. Ah, das sind doch nur Reflexionen. Wo war ich denn noch nicht? Das da habe ich mir schon geholt. Da ist noch eine Münze drin jetzt. Vielleicht hole ich mir nochmal Fisch. Und dann gehe ich nochmal da hinten rein. In der Hoffnung, dass ich da was übersehen habe. Habe ich da oben gerade was gesehen? War ich da hinten eigentlich schon? Ach, Mist. Ich komme nicht da hoch. Also gut. Hier war ich definitiv. Ach so, das Bild. Was hat es jetzt mit dem Bild auf sich? Ja, du kannst etwas... Oh. Jetzt gerade wieder geleuchtet. Hier leuchtet es lila. Wieso leuchtet es hier lila? Ach, lol, was? 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 What? Ah, so komme ich da hin. Heilige Scheiße, wer denkt denn an sowas? Aber ich habe doch schon mal irgendwo so ein Bild gesehen. Wo war das denn? Sag mal, ist jetzt eigentlich die Odyssee hier? Wieso ist die Odyssee hier? Die war doch gerade eben noch woanders. Na gut, anders als wenn ich hier bin. Vielleicht gehe ich mal zur Oase? Oder lasse ich es bleiben? Na komm, ich lasse es erstmal bleiben. Das hat mich jetzt etwas verstört, dass ich einfach durchs Bild gezogen wurde. Die Ladezeiten hier sind übrigens viel angenehmer als bei Zelda. Könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass ich das hier als Download-Version, also auf dem Konsolenspeicher habe und nicht als Karte eingesteckt. So. Da hinten könnte noch was sein. Da war ich glaube ich noch nicht. Ich erinnere mich. Das mit der Note habe ich schon hinter mir. Da, den Reißverschluss, den habe ich noch nicht. Okay. Wandsprung-Action, aha. So, mir fehlen noch 6 Stück. Wahrscheinlich noch 2x3. Wow, das hat sich gelohnt. Heftig. Ah, da ist nochmal Reißverschluss. Ja, so komme ich offensichtlich auch nicht darüber. Okay. Aha, da sind nochmal 3. Dann fehlen noch 3. Aha, die sind wahrscheinlich da oben. Aha, ich habe alle, ich glaub's kaum. Das glaubt sogar das Spiel nicht. Die applaudieren mir. So, was hat es hiermit auf sich? Komischer Fels, oder? Ja, in der Tat. Riecht den. Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Daran glaube ich, keine Sekunde. Na gut. Auf zur Odyssee. Ach nee, erstmal noch ein Job. Was ist hier nochmal? Achso, nichts mehr.
paar Münzen. So. Ihr könnt mich mal... Ui. So. Unter Wasser direkt oder nicht? Ach, jetzt kann ich da rein. Achso, nee, kann ich nicht. Dabei fehlen mir noch die Klamotten. Achso, die finden immer noch den Fisch so toll. Ein Fisch. Das versteht jetzt auch wieder niemand. War auch wieder ein Insider, sorry. Ich werfe so mit zu vielen Insider um mich. Die nur zwei Zuschauer überhaupt verstehen. Ja. Das kann ich mir jetzt alles mitnehmen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich mir so einen Scheiß kaufe, aber ich kann es mitnehmen. Lamode? Ach, auf Englisch heißt es Lake Lamode. Wie die Mode, oder was? Wieso ziehe ich das gleich an? Das sieht doch voll scheiße aus. Naja, egal. Das klingt total japanisch. Ach du Scheiße. Das sieht furchtbar aus, Mario. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Mist, mehr kann ich mir hier nicht kaufen. Okay. Dann vermute ich mal, dass es da in dem Dingens, wo ich noch nicht reinkomme, auch nur noch einen Stern gibt. Mond. Entschuldigung. Das sieht voll dumm aus. Ja, 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 ja. Halleluja. Einen schönen Aufenthalt. Das hat sich voll gelohnt. Ah, Moment. Na? Hey, da hat's doch gerade. Achso, muss ich mit Y machen. Das geht wieder nicht, wenn ich schüttel. So. Meiner. Ein Mond für dich. So, ich vermute mal, es gibt hier jetzt noch einen bei der anderen Tür. Wo vorher der Fels davor war. Da oben. Dass ich mit den Klamotten nicht schneller bin. Der Fels ist weg, du kannst jetzt hinein. Ja, ich hab's gesehen. Das mache ich ja jetzt auch. Oh Gott. Ich möchte es ja wirklich reparieren. Aber es wiegt einfach zu viel. Sieht voll geil aus hier. Und die Musikeffekte sind auch nicht übel. Was? Wie? Ja, das muss da drauf. Nee. Doch. Hey, aber wie? Ja, Moment. Hey, aber wenn ich so mache? So? Nope. Funktioniert das irgendwie, was ich hier mache? Ja, weiter. So. Sehr schön. Was genau habe ich jetzt hier eigentlich repariert? Naja, eine erfolgreiche Reparatur. Jetzt habe ich die Seite voll. Waren das jetzt alle? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Ja, das sagt sie jetzt. Aber heute davor rum und gibt mir keinen Mond. Die ist mir unsympathisch. Okay. Jetzt aber zum... Achso, dann kann ich mich jetzt hin teleportieren, oder? Jo. Nein. Wieso? Achso. Jetzt aber. Oh, das geht schön schnell. Oh, viel schneller als die Teleportation bei Zelda. Benötigt noch 8 und bekommt einfach mal wie viele? Von 33 auf
53, 20 Stück. Das waren 12 zu viel. Das waren mehr als 100% zu viel. Wir können jetzt ins Forstland reisen. Forstland? Vielleicht ist Bowser ja dort. Ach, Forstland. Ich dachte, das wäre das Frost. Ich habe mich auch noch gewundert, dass es so komisch aussieht beim letzten Mal. Das erklärt einiges. Was sagt denn die Liste? Seeland. Da fehlt mir tatsächlich noch was. Okay, da fehlt mir noch so einiges tatsächlich. Wie? What the fuck, wie? Souvenirs? Kapungsliste. Die Hand. Wie viele gibt's denn hier? 52. Holy shit. Okay. Reisen wir ins Forstland. Ich brauche dringend was anderes zum Anziehen. Das sieht mir furchtbar aus. Oh, es hat schon minus 0,7 Grad draußen, sehe ich gerade. Es ist kalt geworden. Also nicht in-game jetzt, tatsächlich draußen. Ja, zwischendurch habe ich nicht so viel zu tun, da gucke ich einfach mal so hier rum. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern? Wie geschmacklos. Lass uns diesem Scheusal ein paar Manieren beibringen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir... Nein. Drehwurf. Ja, ja, das kenne ich. Ja, danke. Da soll es ein Riesengewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett. Ein Blumenarrangement. Ein Blumenarrangement. Ist ja klar, dass Bowser das will. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er es so mit Blumen hat. Robo ein. Die Stadt heißt Robo. Oh, das sieht irgendwie geil aus. So ein bisschen untergegangene Zivilisation. Fahrt zum Himmelsgarten. Boah, das sieht voll geil aus hier. Das Spiel ist so gut. Watschel, watschel, watschel. Warte mal, hörst du das? Definiere das. Oh, oh. Moment. So, Forstland. Uralte Gärten gehegt von futuristischen Maschinen. Robohain, eine botanische, botanisch-industrielle Utopie. Dichte, keine Angabe. Topografie tief und ausgedehnt. Oh, cool. Einheimische Robogärtner 2000. Währung mutternförmig, Industriegärtnerei, Temperatur durchschnittlich 28 Grad. Wächter des Paradieses. Okay, die Legende, die Leben der Fabrik. Ich kann nicht lesen. Verdammt, wieso bin ich so unfähig? Blumen als Lebensideal. Boah, das sieht voll cool aus. Geheimnis tief im Wald. Dieser Ort steht in einem kleinen in keinem Reiseführer und wird auch nicht von den Wächtern des Robohains bewirtschaftet. Die Bäume hier wachsen äußerst dicht und lassen kaum Licht auf den Waldboden dringen. Die Robogärtner 2000 sprechen nicht über diesen Ort. Vielleicht liegt das an den riesigen Wesen, die gerüchteweise hier hausen sollen. Ein Abenteuerhut ist Pflicht. Wachsende Blumenwege. Oh, was? Besucher sollen nicht trödeln? Probiere unbedingt die sogenannten Blumenpfade aus. Pflanzen wachsen kurzzeitig auch zu begehbaren Wegen heran. Pass aber auf, wo du hintrittst, denn Geländer wachsen leider nicht. Oh, das sieht voll schön aus hier alles. So, mutternförmige Währung. Gibt's ja, hier gibt's 100. What the fuck? Oh mein Gott, ist das eine Kuppel? Oh mein Gott, wie gut. Ist das so ein See sein, nehme ich an? Oh mein Gott, das ist alles in einer riesigen Kuppel. Dieses Spiel ist so gut. Oh, da habe ich noch was gesehen. Also das da hinten meine ich jetzt. Das Geräusch ist nur minimal nervig. Oh, da war noch was. Nein? Okay, Einbildung. Nicht? Oh, was ist das? Hä? Also manchmal. Ich fotografiere es einfach und denke nicht weiter drüber nach. Oh, da hinten habe ich was gesehen. Oh, 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 da habe ich noch was gesehen. Oh. Ja, wow. Da hatte ich mir etwas mehr erhofft. So, da will ich rein. Da ist wieder so ein komischer Block.
Diesmal sagt Cappy nichts dazu. Okay. Das sind die Gärtner. Ein unidentifizierbares Objekt ist vorbeigeflogen. Ein Handlanger des Ungeheuers stibitzt unsere Blumen, unerhört. Ich kann mich vor lauter Aufregung nur noch wie verrückt im Kreis drehen. Okay, das hat auch nicht geholfen. Nein, kann ich den. Na, ich werde doch wohl den blöden Hasen. Okay, das bringt gar nichts. Oh, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Hör auf zu heulen. Tut mir leid. Hey, was? Oh. Ich muss den fangen, sagte so einer. Mond für dich. Hoppel die Hopp im Wald. Okay, wo habe ich da? Oben habe ich irgendwo noch. Da hinten habe ich mir die gesehen. Alles klar. Wir haben so viel Zeit in Zucht, Aufzucht dieser Blumen gesteckt. Boah, meine Stimme. Ah. So, was ist mit dir? Das Ding kann sprechen? Seige gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was ist es, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Blumen. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Lul. Was? Steht hier? Reisetipp rückwärts, das kenne ich schon. Ja, das kenne ich schon. Ich habe Super Mario Galaxy 2 gespielt. Ich kenne das alles schon. Die Steuerung ist mir überaus vertraut. Oh, 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 mehr von den Dingern. Waren das jetzt dann alle? Ja, gehen wir mal einkaufen. Erstmal, was kriege ich hier für Münzen? Also, was kriege ich für meine Münzen? Nicht, was bekomme ich hier für Münzen? Okay. Ja. Danke. Ich wollte aber eigentlich weiter einkaufen. Erstmal muss ich die furchtbare Klamotten loswerden. So, die Mütze ist okay. Und das Outfit hier ist auch okay. Hauptsache nicht mehr diese komische. Diesen komischen Schwimmring. Viel besser. So, und was bekomme ich hier? Wie viele habe ich? 17. Oh, Abenteuer-Outfit, das könnte ich mir sogar leisten. Das ist vielleicht ganz cool. Laborvisier. Labor-Outfit, geil. Forstlunch-Sticker. Blumenfund. Okay. Ich will. Eigentlich will ich das Laborzeug. Ich spare wohl das Laborzeug. Das sieht cooler aus als das Forscher-Ding. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Egal. So. War hier noch was? Die habe ich schon eingesammelt. Ach, Safal, komme ich da hoch? Nein. Ich brauche die Zora-Rüstung. Na gut, dann nicht. Dann renne ich jetzt mal da durch. Oh! Oh! Die Musik! Was? Überlasst das Gift mir! What? Was macht er mit dem Gift? Na, ich glaube, das will ich lieber nicht wissen. Ich fühle mich irgendwie in das USA der 60er Jahre zurückversetzt. Die USA, da seid ihr, ach, was auch immer. Wegen der Musik halt.
Oder ist es eher 70er? Ist keine Ahnung. Nee, das könnte schon so. 60er kommt schon, glaube ich, hinkommen. Alles meins. Sehr schön. Na, so. Und weg mit dem ganzen Gift. So, die Frage ist, hat mir das überhaupt was gebracht? Ich glaube gar nicht. Nicht schlecht versteckt. Komm ich da hinten rein? Nee. Oh, ich sehe da eine Röhre. Da muss ich rein. So, wo komme ich da raus? Aha. Oh. Ich nehme mal an, der Wasserpegel steigt und sinkt hier immer wieder. Jo. War irgendwie zu erwarten. Nein. Mist. Genau rein. Runter mit dir, Mario. Oh Gott. So, jetzt wieder nach oben. Das war knapp. Geht's da oben rein? Umgucken kann ich mich hier nicht, schade. Da oben geht's auch irgendwie durch. Naja. So, war da oben noch was? Nein? Okay, gut, da ist der Mond. Nein! Geht doch, das war knapp. Da hinten hätte ich bestimmt noch reingekonnt irgendwie. Na gut, was soll's. So, wo komme ich raus? Hier. Kann ich da durch? Nein. Na gut. Mehr von den Dingern. Oh Gott, was? Hat die respawnen. Gott sei Dank. Was hast du zu sagen? Anscheinend halten sich die Handlanger des Ungeheuers immer noch auf der Turmspitze auf. Ich mache mir Sorgen um die Blumen, die wir dort oben gepflanzt haben. Aber was können wir tun? Reisetipp, Stampfattackensprung, den kenne ich auch schon. Ach, diese unnötigen Reisetipps. Ja, ich weiß. So. Du sagst mir nur wieder, wo ich hin muss. Fahrt zum Himmelsgarten, okay. Wie komme ich da hoch? Da außen rum bestimmt irgendwie. Ach du heilige Scheiße, ist das Ding hoch. Na gut. Ich wollte wieder raus. So komme ich raus. Da kann ich ja lang. Das habe ich vorher völlig übersehen. So, was seid ihr denn? Was zum Teufel? Drücke und halte B, um die zu strecken. Ah! Wenn ich die Joy-Con schüttel, geht es noch ein Stück weiter. Ist voll gut. Nein. Aber springen kann ich nicht. Aber ich komme ja so nach oben wegen den Beinen. Ist voll gut. Oh Gott. Das war knapp. So, was ist das hier? Ein Mond. Ein Mond für dich.
Die Nuss um die Ecke. Feiges Nüsschen. Faules Nüsschen, wie war's? Weiß ich nicht mehr. Okay. Krieg ich die von unten hier? Na, und das da? Nichts Besonderes, okay. Ist voll gut. Voll witzig hier. Meins, meins, meins. Heisenbergstraße Zugang. Komm ich da hoch? Nope. Nicht mal ansatzweise. Da oben vielleicht? Nein. Wieso kann ich mich so nicht umgucken? Mist. Na gut. Okay, ich glaube, ich sollte mal wieder raus hier. Nein, raus hier, sagte ich. So, ups. Ich hab natürlich ins Gift. Ah, danke. Sag mal, sehe ich etwa wie Pflanzenfutter aus? Nein. Okay. Das Geräusch. Ich mag das Geräusch voll. Das klingt immer, als ob er irgendwie Fenster sauber macht oder sowas. Mist. Nein, ich glaube, er hätte das Ding gebraucht. Da sind nur ein paar Münzen drin. Okay, dann kann ich auch verzichten. Oh, oh, wo geht's denn hier lang? Aha. Aha. Okay. Ach so. Ach so, die machen das nur, dass ich meine Mütze hier nicht bekomme. Wie gemein. Wo ist die Münze hin? Die Münze ist einfach verpufft. Wie gemein. Ein Mond für dich. Feuer in der Höhle. Oh, ich sehe gerade die Zeit. Gut, ich glaube, wir sollten mal wieder. Gib mir meine Mütze wieder. Ich glaube, wir sollten mal Schluss machen für heute. Gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Tschüss.